Wir sind ja bei Virlens unterwegs. Danke erstmal für die Erlaubnis zu reagieren, Brudi. Und ihr seht schon, es gibt einen extrem dicken Clash zwischen den Skibidi Toilet Charakteren und den Titans. Und Junge, das wäre mal was ganz Wildes, wenn sich der Skibidi Scientist in diesen Ultra-Mech, in diese Mech-Toilette verwandeln würde. Zuzutrauen ist es. Und da hinten der Tree Titan, ne? Wenn der jetzt vielleicht auch noch vorkommen könnte, wäre krass. Aber Leute, ist egal. Der Camera Titan wurde gerade pulverisiert. Bruder, absolut Feierabend. Nur er macht den Daumen nach unten. Oh Gott, die Säge. Stark. Titan TV Man, ne? Wann kommt der mal wieder? Da ist doch die Skibidi Scientist Toilet. Uff. Nee, das war sie nicht. Das war sie nicht. Definitiv nicht, Leute. Jetzt gibt es hier so ein heftiges Battle zwischen zwei riesigen Giganten. Ich lieb's. Sind das noch Cameraman-Charaktere? Weiß ich ja nicht. Er nimmt ihn an die Schulter, gibt ihm nochmal einen kleinen Lasershot rein. Finde ich ja ganz cool. Aber es gibt nochmal einen Stich. Er hat anscheinend schon in einem Bildschirm irgendwie Schaden genommen. Und es scheint ihn null zu jucken, ne? Er hat vorne so eine Gasmaske, die jetzt kaputt gegangen ist, so wie es ausschaut. Bro, was passiert hier? Oh, er konnte ihn nicht besiegen. Das Ding sieht so krass aus. Guckt euch hinten, war dieses Skibidi Toilet. Hat die sich jetzt gerade fusioniert mit dem? Nein, die hat ihn wegteleportiert. Okay. Ziemlich crazy. Ja, also einen Daumen gibt der Speakerman auf jeden Fall gerade nicht so, ne? Weil der ja richtig mad ist. Was geht da jetzt ab? Jetpack? Gibt es ein Upgrade oder was für jemanden? Sieht so aus. Der Speaker Titan bekommt jetzt das Jetpack als brutales Upgrade. Sagen sie erstmal Moin. Da unten ist TV Plunger? Könnte sein, weiß ich nicht. Es gibt die Tolle, will hier gerade ein bisschen Stress machen. Ja, es ist der Plungerman abgegradet. Stellt euch mal vor, so ein Upgrade kriegt er noch, ne? Wie krass wäre das? Sieht cool aus. Oh ja, ich kann mich entsinnen, da war was in der Richtung. Ich habe, glaube ich, den einen oder anderen Clip schon mal gesehen. Jetzt werden wir nämlich die gesamte Story einmal sozusagen schauen. Und hier sieht es so aus, als würde ein Riesenproblem auf die Charaktere zukommen. Junge, das ist einfach eine Zombie-Beschwörungstoilette oder was? Aber Plungy hat alles im Griff und er macht den Totenkopf in den Fernseher. Kick mal kurz die Toiletten weg. Ja, okay, das sind aber echt mieseste Dullis. Er kann sich teleportieren. Das finde ich nice. Er schnappt ihn mit seinem Greifarm. Zumindest probiert er es jetzt, denke ich mal. Oh, hat sich direkt nach oben teleportiert, ne? Er sagt, du bist dead. Der Speakerman scheint auch eingenommen zu sein. Was hat denn passiert? Jetzt unterwegs. Im Panzer, anderes Schlachtfeld. Was wartet da hinten? Was geht denn da ab? Alter! Was geht denn da ab? Die reißt einfach die Tür auf. Oh, Bro, ich glaube, du bist erledigt, ne? Ja, die nehmen jetzt die Cameramans daraus. Oh no, Leute. Da gibt's einen fetten Lasershot. Aber es sieht so aus, als wäre die Rettung da. Was sind das für komische Bildschirme? Ich dachte, das sieht aus wie so ein Riss, ne? Aber anscheinend ist das jetzt... Sind das Fighter oder was? Ich find's aber blöd, dass sie die jetzt halt vernichten. Weil ich finde, irgendwo, Leute, muss man ja halt auch sagen, sind die Cameramans, können ja nichts für, dass die da so... Ist der... Hat der eine Toilette da in seinem Körper drinne? Bringt's jetzt in die Luft, oder?
Oh mein Gott! Dickes F in die Kommentare für den Cameraman, der sich da gerade in die Luft gejagt hat. Das ist auf jeden Fall mal was ganz anderes. Die kommen mir manchmal so vor wie Zombies, ey. So ein bisschen Left 4 Dead mäßig. Er hat ein Upgrade bekommen. Der Titan TV Speaker ist jetzt am Start. Oh no. Es hilft jemand? Junge, was sind das für coole Charaktere, Mann? Geilo! Der Sound ist auf jeden Fall mies krass. Und der Speaker, den hat es mal direkt rausgefetzt aus dem Leben. Er geht in die Kampfformation. Sieht aus, als wäre der so radioaktiv verstrahlt, ne? Das sieht so heftig aus, wenn da dieses grüne Licht hochkommt. Und die Cameramans laufen da gerade weg, ne? Und dann kommt der Plunger und sagt, moin, ich bin's. Aber ich find's crazy, dass nur drei Leute kämpfen. Okay, vielleicht kämpfen sogar mehr. Ist das jetzt einer von denen oder ist das einer, der grün ist? Es ist der Titan TV Man. Digi, lass dich doch von dem nicht... Ach du Scheiße. Was zur Hölle ist das denn? Der nimmt jetzt nicht seinen Körper ein, oder? Oh, Bro. Du hast ein ganz großes Problem. Heftig! Skibidi Wars, Episode 79, coming soon. Alter, geil. Check mein Merch aus. Auf www.denomi.de würde ich mich sehr freuen. Küsschen. Was ist das denn? Skibidi Toilets reparieren hier. Camera Toilets reparieren sich hier. Und warte mal ganz kurz. Hä? Ist das die Szene, wo die Skibidi Toilet eigentlich rumgeworfen wird? Und das ist jetzt ein Mensch? Und das hier ist jetzt Speaker Toilet oder was? Wie dumm ist das denn? Ja, das ist nicht so geil gelaufen, ne? Ganz ehrlich. Oh. Da kommt jetzt eine Camera Toilet angelaufen. Was ist das denn? Leute, die. Hä? Die Skibidi-Kopter sehen ja so bescheuert aus. Ey, was ist denn das? Leute, Hashtag Reverse in die Kommentare, wenn ihr das extrem feiert. Ich hab's ja gesagt, es tut weh. Oh. Ich kann, also es ist auch in Ordnung, wenn ich das in der Aufnahme mal drinnen lasse, ja. Ihr könnt das ruhig auch mal sehen, wenn ich schwach bin. So, es passiert nicht oft, aber wir gucken weiter. Die Wissenschaftstoilette ist jetzt auch ein Mensch. Anscheinend. Yo, wie cool ist das denn, Mann? Ich lasse mich nicht davon abbringen, Skibidi Toilet zu gucken. Und die beiden, total crazy. Also, das muss ich sagen, ist ein Format, was mir sehr, sehr gefällt bei Juli Tim. Und hier ist der Toilettenmensch. Das sieht so dumm aus. Und tschüssing. Was haben wir hier? Oh. Aber warte mal, das sind jetzt ja Skibidi Toilets. Also, da kommt auf jeden Fall noch Reverse, Leute. Aber wir sind jetzt hier anscheinend irgendwie in einem anderen Part. Vielleicht ist das auch irgendwie, warum das passiert ist oder so. Jedenfalls ist das eine fette Armee. Was passiert denn hier? Oha! Es gibt den übelsten Clash mit Camera Titan Man. Was läuft bei denen? Also. Der nimmt einen Hoch aus. Und schmeißt es kurz auf die Toiletten. Ach, so ein Ding ist das. Wusste nicht, dass Titan Speaker so stark ist, Leute. Was geht hier ab? Er hat den Hammer aus der Hand geschlagen. Will ihn nehmen, aber... Jetzt machen sie die Scientist Toilet weg, ne? Das könnte so sein, was in Episode 64 passiert. Weil ich gehe davon aus, dass ein absolut geisteskranker Clash kommt. Wild. Und hier ist die G-Mod Boss Toilet. Hat nochmal einen Shot gemacht. Ja, aber wo sind denn die umgekehrten Rollen? Das ist das Interessante. Hä? Oder auch nicht. Hier sind die UFO-Leute. Haben die was damit zu tun? Sieht nicht danach aus. Oder?
Man sieht nichts. Oh Gott, die G-Mod-Toilette macht wieder Stress. Digga, geil, ey. Da geht's wieder ein Clash. Okay, okay, okay. Wir orientieren uns wieder an Episode 64. Beziehungsweise, was passieren könnte. Junge, dem hat der so einen fetten Hammer reingegeben. Oh, oh. Er fliegt aber noch weg. Er hat's überlebt. Okay, ja. Da sind sie wieder. Die Camera-Toilette. Ich wusste es. Junge, wie dumm ist das denn? Also so sieht das irgendwie aus, als wären die Menschen voll in Ordnung und die Camera-Toilets irgendwie, weiß ich nicht, Leute. Also auch wenn die so aussehen, ich bin trotzdem für die. Und noch eine Sache, überlegt mal, was für eine geile Grafik die haben. Also da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, aber die Grafik ist krass von diesen Toiletten. Oh, er ist es. Der ganz komische, er leuchtet jetzt alle an, okay. Was ist das? Der sieht total dumm aus. Da kommt Speaker Woman Toilet raus? Hä? Digga, das Video ist so wild. Tatsächlich. Und es geht nach oben. Reparino, mein Freund. Reparino. Boom. Digga, instant Kopf weg. Okay, Mann. Aber Leute, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Das ist schon eine ziemlich krasse Toilette, Mann. Die sieht cool aus. Jetzt sind Speaker-Toilette geworden, oder was? Die tanzen so ein bisschen. Okay, ja. Alles entspannt, Darino, würde ich sagen. Weiter geht's. Zeigt mir noch mehr Stories. Oh, hier haben wir was. Da ist eine Skibidi-Toilette. Der krault die. Warum? Scientist-Toilette. Gegen Camera Titan. Es gibt einen dicken Clash. Aber warum sind die beiden... Warum sind das beides da Kollegen da unten? Weil der eine hat einen Arm. Der gerade überall hinguckt. Der hat einen Arm. Das heißt, er ist Cameraman oder so. Oh, die, ja. Es gibt die Scientist. Wird weggemacht von TV Woman. Er muss ganz schnell weg. Nein! Hey, der macht doch nichts. Er stellt sich davor. Und so wie es aussieht, beschützt er die Toilette. Aber warum? Warum beschützt er die Toilette? Das hier ist auch Skibidi 62 oder 61 im Reverse-Modus. Digga, guck dir mal das UFO an. Also hier sieht er ja schon irgendwie ein bisschen, ne? Also weiß ich ja nicht. Ich fand das so krass, als sie das erste Mal miteinander gesprochen haben. Und wie der da auch in diesem UFO drin sitzt. Wie dumm ist das denn? Und jetzt kommt der andere in seiner Maschine. Und interessanterweise sehen diese Maschinen genauso aus wie die von Plungerman, aka GigaChat. Der Wissenschaftler kommt dir nochmal und sagt den, ey, verzieht euch. Das hier ist auch tatsächlich, Leute, für Episode 64 vielleicht nochmal eine wichtige Info. Ihr kennt ja wahrscheinlich die Originalgeschichte, was passiert ist. Und man weiß nicht, was es mit den beiden hier auf sich hat, aber die könnten noch dafür sorgen, dass die Skibidi-Boss-Toilette, also die fallen dem in den Rücken. Es könnte noch passieren. Weiß man aber nicht. Es könnte auch sein, dass sie für immer weg sind, weil die verjagt worden sind. Aber ich glaube, das hier sind die Traitor. Das sind die roten Among Us, die Imposter, Leute. Ja, hier hat der Wissenschaftler erstmal kurz die Camera-Toilets abgeräumt. Ciao. Hier sieht man nochmal die anderen Toiletten. Das hier soll Camera Titan sein. Finde ich super schlecht gemacht. Das muss man an der Stelle mal sagen. Das schon sehr, sehr schlecht gemacht. Allerdings gibt es noch eine Szene. Das könnte Episode 64 sein. Er sagt, jo, alles cool. Jetzt kommt eine Scientist-Toilette, die Camera Titan einnimmt. Digga, das wäre doch ein geisteskranker Plot-Twist, oder? Und der Scientist will ihn fast umlegen. Da kommt aber Speaker Titan angeflogen. Und es gibt einen übel dicken Clash.
Oh nein, was soll das denn? Hey! Oh Junge, hat er dem fetten Hammer reingedrückt. Uncool. Bruder, was war das gerade für eine Schlacht? So könnte es natürlich auch laufen. Liberty TV hat das hier gemacht. Völlig neuer Kanal. Ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Und... okay, geht gut los. Ich muss sagen, das geht gut los. Wo haben die Leute diese ganzen Skills her? Und warum gewinnen die Skibidi Toilets hier die meisten Kämpfe? Was ist das? Bro! RIP an den Cameraman. Scam? Aber hier muss doch jetzt mal was passieren. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass die jetzt hier... okay, das ist auf jeden Fall eine nice Aktion schon mal am Anfang. Bruder, was ist das denn? Leute, ist das eigentlich eine Uhr? Watchman, oder was? Junge, das... okay, Mann, das ist schon cool. Was geht? Die Skibidi Toilets sehen schon ein bisschen deformiert aus. Und er steckt ihn seinen Arm einfach in seinen Mund, okay? Was geht hier ab? Naja, die spülen einfach mal die Klos kurz runter. Zillige Uhren. Hätte auch gern mal so eine. Meine Oma und mein Opa haben auch so eine Uhr, wie der auf dem Kopf hat, ne? Die will ich irgendwann mal erben, Leute. Ich feier das mies. Was ich nicht so feier, sind so viele Skibidi auf einen Schlag. Jetzt kommen aber mehr von diesen Clockmans. Ich sag mal so, geile Idee an sich. Finde nur, die sollten krassere Skills haben als diese Uhren, die jetzt das Klo runterspülen. Aber ich beschwer mich nicht. Der Typ macht das nicht schlecht. Lasst ein Like fürs Video da, sagt er. Da ist er wieder. Ey, wenn so ein neuer Enemy, ne? Ach, die machen Zeitlupe. Oh, da ist der Cameraman und tritt mal kurz die Skibidi Toilet runter. GG, würde ich sagen. Locker gelaufen. Und Leute, ganz kurz nochmal. Ich bringe am 29.09. Merch raus. Ihr seht es hier gerade. Sehr, sehr geil, denn ich mache das im Skibidi Toilet Design. Und Leute, erstmalig habe ich richtig offiziellen Merch am Start. 250 Sets sind verfügbar. Da ist ein T-Shirt und ein Tonbeutel dabei und natürlich eine Autogrammkarte. Und drei davon liefere ich persönlich aus, wenn ihr alle gekauft habt. Okay, aber trotzdem will ich sehen, was hier passiert. Merch hin oder her? Was geht hier ab? Oder diese Clock, Mann. Die ist wild. Was haben wir hier oben? Kann der gegen diese Riesentoilette ankommen? Ja, sieht... nein, sieht nicht so aus. Das erste Mal wieder, dass ein Gegner richtig reinschreddet und das war's. Was geht hier ab? Die versuchen die ganze Zeit jetzt aufzuhalten, aber die Skibidi Toilets werden immer größer und Bro! Es war wild. Was ist das denn? Aufstehen! Es geht zur Schule! Aufstehen! Ungefähr so stelle ich mir den Wecker vor. GG. Ich finde die Flammen in dem Ganzen, das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört. Die feiere ich nicht so. Aber ansonsten muss ich sagen, wie viele Abonnenten hat der Typ? 10.000 oder so? Echt nicht schlecht. Oh no! Ich dachte, das kommt jetzt richtig krass, irgendwie jemand. Dabei haben die Skibidi Toilets wieder gewonnen. Warum läuft denn der da so cool? Er macht hier irgendwie so. Leute, ist geheimer Code für. Abonniert meinen Kanal. Vielleicht. Oder es heißt einfach, Leute, verzieht euch ganz schnell. Nein! Clock Titan ist hier. Was kann der so? Sieht auf jeden Fall sehr farblich krass aus, wie so eine Ampel ein bisschen. Zeitlupenmodus läuft. Er schickt ganz viele von diesen komischen Uhren raus. Aber er hat an der Seite, an der Hand noch so ein bisschen was. Das finde ich wichtig zu wissen, was das kann. Werden wir auch safe noch herausfinden. Oh Junge, was er denn, Alter? Er gibt den Elektroschocks. Ist der Typ jetzt Cop geworden oder warum ist so krass? Den sehe ich.
Also nicht das gleiche Design, aber den sehe ich in Skibidi die Toilet. Was macht der denn damit? Oh Junge, der hat eine Basie, Mann. Aber eine Stachel-Basie, sehr gefährlich. Degi, wie sieht das denn aus? Hast du Haare im Mund oder was? Was hast du da gegessen, Junge? Guck mal seine Zähne an. Bro. Boah, okay, das Teil sieht eklig aus. Alter, das Teil sieht eklig aus und er gibt ihm so eine dicke Faust. Und jetzt spült er ihn mal runter. Ab in die Kanalisation, Bruder, bis dann. Bruder, nicht der Kameramann. Hey, der kann doch auch nichts dafür, dass er da ist. Was? Was? Er kann die Zeit zurückdrehen. Jo! Wie cool ist das denn? Oder der Charakter, krass. Aber ich bin leider ein bisschen wissenschaftlich angehaucht, was Universum und Zeit anbelangt. Das wäre gar nicht möglich, Leute. Also normalerweise würde man mit sowas eine zweite Dimension erzeugen, sozusagen. Also eine zweite Zeitlinie, kann man so sagen. Das ist gar nicht möglich. Was aber möglich ist, ist, dass die Camera und Speakerman und so weiter grundsätzlich nur noch verprügelt werden von den Security Toilets, weil die einfach zu krass geworden sind. Junge, Hilfe, kommt neuer Gegner. TV-Man? Das ist ja mal eine Überraschung. Dem würde ich auch erst am mies eine reinkicken. Erstmal würde ich den so eine dicke Faust ziehen, weil ich richtig sauer wäre, dass mich so eine Toilette essen wollte, ist klar. Es geht hier weiter. Sie säubern gerade so ein bisschen die Stadt. Da bin ich ja mal gespannt, was der TV-Man in seinen Augen kann. Hä? Plötzlich ist kurz Assassin's Creed geworden. Kurz TV-Assassine. Alright, er hat kurz ein Messer so pff, auf X-Men-Basis. Mhm. Was kann er noch so? Er zeigt auf jemanden. Ah, der Super Cinema Man. Gegen den habe ich in Tierdown gekämpft, Leute. Und genau diese Fähigkeit hat er gemacht. Das war wirklich nicht cool. Das war sehr, sehr crazy. Müsst ihr euch unbedingt mal reinziehen. Tierdown, sehr, sehr geiles Format. Wir haben jetzt auch den Kampf mit dem Scientist Skibidi Toilet. Kurz, also entweder ist er gerade raus oder der kommt jetzt demnächst. Sehr, sehr kranker Kampf, weil da sind viele Skibidi Toilets auch in Tierdown. Ich finde den Charakter sogar am coolsten von den ganzen TV-Mans. Auch wenn ihr jetzt vielleicht sagt, TV-Titan ist krass. Nee, Mann, ich finde der Fernseher, weil der so hell leuchtet und so, das strahlt was aus. Also, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt machen wir den Rest, oder wie? Auf chillig, kurz Assassin, X-Men-Style. Oder auch nicht. Anscheinend sind es ganz schön viele... Skibidis und der Scientist war auch gerade da. Du Schweinehund, du. Was geht bei dem Cameraman ab? Oh nein, Mann. Bro, bitte nicht. Lass den nicht rippen. Hey! Mach was. Unternimm was. Oh, das Blade, ne? Oh, Moment mal. Da kommt jemand. TV-Woman kommt erstmal her. Sind wir uns einig, dass in Skibidi Toilet die Frauen irgendwie mies brutal stark sind? Ich will nicht sagen, ist schlecht. Ich will nur sagen, Digga, die sind krank. Die sind heftig. Also die Mädels in Skibidi Toilet, puh. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn so eine weibliche Skibidi Toilet mal kommt. Die müsste ja übel krass sein. Die V-Man wieder auf chillig mit seinem Messer unterwegs. Komm, gönn einfach. Was macht der Speakerman? Er spült hier ganz geschmeidig runter. Heute wieder spazieren gehen, Schatz. Ich gehe heute ein paar Klos runterspülen mit TV. Aber was ist das? Oh, der ist heftig, Mann. Sein Dreifachlaser. Ich weiß gar nicht, was das für eine Skibidi Toilet sein soll. Aber die ist auf jeden Fall wild. Sah aus wie der Sü-Laser.
Und der brennt trotzdem weg. Ui. Der Teleport in die Safe Zone. Ich habe gerade einen versteckten Sound möglicherweise gehört. Was war das gerade für eine Skibidi Toilet? Warte mal, ich muss zurückgehen. Guckt euch die mal an. Die sieht sehr creepy aus, muss ich sagen. Man kriegt den Kameraschutz vor UV-Strahlen wahrscheinlich, weil jetzt der Titan TV Man kommt, stimmt's? Ja. Geiler Einstieg auf jeden Fall für den. Not bad. Not bad. Und nun zeig mir, was er kann. Also, was er hier zumindest kann. Leute platt treten und eine riesen Toilette mal eben ganz kurz auseinandernehmen. Ich habe ein gutes Gefühl. Oh, yo. Ich wünsche mir so sehr, dass der TV-Man wieder zurückkommt. Ne, der Titan-TV-Man, Leute. Aber er ist halt einfach irgendwie dead, Mann. Man hat keine Ahnung, was mit dem ist. Haben die gerade eine Rakete auf ihn geschossen? Seid ihr wahnsinnig? Oh, jetzt kommt die... Jetzt kommt der Merch, die Fusion. Kurz vom Haus geschleudert und ich denke mal, jetzt gibt der Fullstoff. Insta-Dead. So lobe ich mir das. Und auf den lasse ich ein Like da. Vergesst kein Like da zu lassen, Leute. Das vergesst ihr nämlich wirklich sehr oft. Was haben wir hier? Oha. Ah. Ja, wir sind wieder in Flattywood. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran entsinnen könnt. Wir haben ein bisschen davon gesehen. Ich muss erstmal wieder so ein bisschen reinkommen in der Story, weil ist schon lange her. Und das spielt in so einem Alternativuniversum. Ich lieb's, Leute. Es gibt die Tor einfach richtig geil. Und hier haben wir TV-Woman. Auf süß angelehnt ein bisschen. Jo, was ist das denn, Alter? G-Force-Panzer? Digga, das sagt mir nichts. Wann? Wann kehrst du endlich wieder zurück? Weiß man nicht. Das ist der Titan TV-Man, ne? Der hier anscheinend... Yo, ist das noch eine Skibidi Toilet? Habt ihr das gerade gesehen? Da war eine Skibidi Toilet beim Wurm obendrauf. Das ist irgendwie so ein Wurm-Toilet. Seht ihr es? Crazy. Da ist die Skibidi obendrauf. Seht ihr es? Oha. Und er gibt ihm den Fernseher. Und wir wissen alle, was das bedeutet. Bro, du kannst einpacken. Sorry, aber arbeitslos gemeldet. Fahr mit, bist wieder drin, hast einen neuen Job. Yo, Tree Titan ist am Start. Leute, die Transformation zwischen allen. Speaker Titan, Camera Titan und Titan TV Man. Da ist einfach Tree Titan und da geht der Wurm aber direkt so. Tschüss. Was haben wir hier? Oh. Sehr geil. Sehr geil. Denn das hier ist die Toilette. Ich weiß nicht, ob ihr sie gesehen habt. Ne, aber die ist ziemlich cool. Sie ist ein bisschen näher gekommen anscheinend gerade. Was war das für ein Lachen? Hat da gerade meine Oma gelacht oder was? Oma? Bist du hier? Oh. Digga, das Teil ist ja anders am Flippen. Oh, geiler Charakter. Fernseher ist da am Start. TV-Woman. Ich würde sagen, sieht gerade schlecht aus. Stimmt, der war ja gottlos OP. Stimmt. TV-Woman. Nummer 2 wahrscheinlich, oder? Ich glaube, die ist gar nicht gestorben, hat ihn wegteleportiert, ne? Hier sehen wir, dass die Toilette ziemlich stark ist und in den Energiekern vom TV-Man rein will. Beziehungsweise in seinen Fernseher. Und jetzt wird's krass. Ich muss sagen, das Grundprinzip von der Story, das geht klar. Guck mal. Ha. Ey, genau sowas. Also, de facto, Boom kann sich da schon einiges, sag ich mal, an Eindrücken abholen. Guckt euch den
TV an, ne? Gottlos! Und wie geht's weiter? Wir schauen, also es wird ein bisschen, noch ein bisschen gehen, Leute. Und wir gehen der Story natürlich immer voran, ne? Da hat er gerade nochmal eine letzte Toilette runtergespült. Kommt aber dieser, wie nennen wir den? Ghost Titan? Ghost Titan, ich finde Ghost ist sogar ein ziemlich geiler Name, der ist kurz. Weil, ihr kennt es ja, ne? Titan Speaker Man ist am Start, nice. Aber wenn ich jetzt hier Titan Speaker Man TV, Corrupted Speaker, Dingsbumsi, ihr wisst, was ich meine, deswegen sagen wir Ghost. Und es gibt hier so ein, was ist das denn für ein Lappen-Move? Ja, er greift an wie so ein NPC, ich sag, wie es ist. Oder greift er eher an wie ein Goofy? Ist auch eine Sache. Camera Titan requested. Finde ich gut. Was ist das? Psychokinese? Ist das jetzt Mewtwo geworden? Bro, aber schon geile Fähigkeit. Will ich auch gern können, ne? Stell dir mal vor, du kannst dein Essen so hochheben. Und dann so... Ja, würde ich fühlen. Okay, das sieht ganz komisch aus. Da muss man schon sagen, so... Das ist jetzt wieder gerade eine 1 von 10 gewesen. Anstatt eine 10 von 10. Und der Speaker Titan wird hier erledigt. Ghost einfach zu stark. Was ist denn mit dem Titan Cameraman? Da ist er. Bam. Rein ins Hochhaus. Nochmal. Junge, der macht den Fernseher aber mies kaputt. Wie er da hängt. Ja, jetzt gib ihm den Rest. Ich sag ja, der Stärkste ist der Titan Cameraman. Absolut. Und die beiden, Junge, das ist eine geile Kombi. Jetzt kommt TV-Woman und geht da an diesen Fernseher ran. Will da irgendwas machen. Was macht er? Er nimmt ihn so ein bisschen hoch, ne? Und jetzt soll Ghost rausgezogen werden. Ich würde sagen, man vernichtet ihn jetzt mal am besten, oder? Was ist das denn? Der ist ja verschwunden. Und da setzen wir an. Oha, was geht hier ab? Mitten in der Mission? Moin, Jungs. Da unten ist es Gibbity Toilet. Habt ihr die mal gesehen? Oha, eine geile Drohne. Yippie! Ach, das ist eine Drohne oder was? Die wir jetzt. Also, wir sind sozusagen auch eine Drohne. Mhm. Wer welchen Secret sehen? Irgendwas ganz komisches. Ich halte sofort an. Und da gibt es erstmal kurz den Fuß in die Toilette rein. By the way, ne? Nur mal kurz. Ich hoffe, ihr habt es schon gesehen, aber ich habe die Pre-Story, was eigentlich passiert ist, bevor Skibidi Toilet da gewesen ist, letztens geleakt. Schaut mal einfach auf den Kanal, das Video ist noch keine paar Tage alt. Es geht allerdings noch ein bisschen auf Reisen. Denn der Tree Titan ist ready. Junge, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Das hier sind Xbox-Controller-Knöpfe. Das sieht ganz genauso aus. Was ist das denn jetzt? Aber der ist gut, oder? Der ist jetzt nicht böse, oder? Titan Cameraman ist in der Stadt. Der Wurm greift ihn an. Digga, ich dachte, er hat ihn durchbohrt. Wie krass wäre das? Ist der gerade... Ah ja. Tree Titan hat doch alles hier, ne? Titan God, Tree Titan. Ihr könnt ihn nennen, wie ihr wollt. Da denken die Skibidi Toilets jetzt, die können ihm was anhaben. Bro, der Typ ist eine absolute Lasermaschine. Für euch ist Feierabend, guckt es an. Digga, das war ein kleiner Jet, Leute. Ein ganz kleiner Jet von dem. Apropos Jet, er hebt anscheinend auch nochmal kurz ab. Da würde ich auch einen Daumen geben. Ich bin ehrlich. Es wird auch nochmal Zeit für... Sü. Warum kam da eine Toilette? Was ist das denn hier? Digga, Story auf Story. Ich lieb's. Xbox-Controller sind auch wieder da. Man kennt ihn. Was ist das? Skibidi Toilet God? Es sieht so aus, ne? Oh! Das ist mal was ganz anderes. Leute, guck mal, Mann. Er macht den Daumen runter. Bitte gebt kein Dislike fürs Video jetzt. Nur weil er Daumen runter gemacht hat, Leute. Och, Mann. Die drei jetzt gegen den. So stark ist der, oder wird?
Da bin ich aber gespannt, was Plungerman hier gleich vorhat. Wir befinden uns im Kampf. Titan Cameraman, Titan Speakerman, Titan TVman, alle drei vereint. Und machen da so ein bisschen Trouble. Wer kommt da von der Seite? Nein, das Gibbity Endboss. Gib ihm den Hammer. Oh, der hat reingesmackt. Leute, ich weiß auch nicht, aber das war wirklich satisfying, als er den Hammer mal endlich reingepwned hat. Tree Titan ist auch dabei. Als ob die den alle bekämpfen müssen oder was. Er gibt ihn nochmal den... Nein, er gibt ihn keinen Hammer. Titan Cameraman wurde mal easy aus dem Leben genommen. Sein Energiekern wurde anscheinend ordentlich reingerippt. Er macht Daumen runter. Nein! Help! Oh! War das knapp! Das geht doch nicht! Ist das die... Die Science Toilet. Leute, gegen die kämpfen wir diese Woche noch in Teardown. So ein gottlos geiler Kampf. Ich schwör's euch. Was ist das hier? Ich glaube, jetzt wird richtig geclashed. Beide Parteien gegeneinander. Ein unausgeglichener Kampf. Oder? Laser ins Gesicht. Es gibt den Stich durch den Bauch. Kann er das noch abwehren? Oh, er hat ihm nochmal eine Schelle gegeben und reißt nochmal ein bisschen an seinem Gesicht. Ein bisschen was ist kaputt gegangen, so halber. Aber jetzt kommen dicke Laserwaffen ins Spiel. Plungerman, wo bist du? Bruder, diese Explosionen sind zu wild. Er will ihn erledigen, aber... Der Kampf hört nicht auf. Die Skibbity Toilets werden mehr. Was geht hier ab? Krankes Video. Hat er sich wegteleportiert? Er macht einen Daumen. Bin ich gut. Was ist mit dem Tree Titan? Der ist einfach nur sauer. Wo bist du? Giga-Chat. Sie haben Jetpack in der Stadt gefunden. Anscheinend haben sie jetzt den Kampfort irgendwie gewechselt. Aber von wem ist das? Ah, von Titan Speakerman. Cinema TV ist auch dabei und hat jemanden am... Ist das der Plunger? Das muss er sein! Easy! Juhu! Wann kommst du zurück? Digga, was für ein cooles Upgrade, Mann. Aber das war mir definitiv zu wenig, sag ich euch. Ich muss noch mehr sehen. Oh, was geht hier ab? Den Kampfort kennen wir. Okay, der Speakerman kommt gut klar. Wir wissen, wo es ist, nämlich aus Gibbity Toilet 62. Aber da kommt irgendwie eine Klaue. Oh, Bro! Dickes F in die Kommentare. Alter, wer ist er denn? Radioaktive ist Zombie-Toilet. Plunger ist dabei. Komm schon, Giga-Chat. Er hat den Totenkopf am Start und kickt ihn mal ganz kurz weg. Junge, ich will was Krasses sehen. Was passiert? Kann er... Oh Gott, das Ding schnappt ihn doch safe. Geh nicht wieder, Rip, Bruder. Er hat sich teleportiert. Bro, wie krass ist der? Er zeigt auf ihn. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert ist, aber das klingt nach einer richtig geilen Story. Habt ihr noch Bock auf eine kleine Challenge, Leute? Dann würde ich sagen, bleibt dran. Wir sind hier nämlich bei Quiz Mode und es geht darum, dass wir den Sound erraten müssen zu den entsprechenden Skibbity Toilet Scenes. Eine korrekte Antwort gibt einen Punkt. Okay, ich bin ready, wir können starten. Was hat er hier? Runde 1. Boah, der, das war sehr schwer. Ich glaube, das war unten rechts, aber mittig. Oben links. Komplett RIP gewesen. Ah, verdammt, Leute. Also, ich sag mal, gute Profis holen hier locker 7 Punkte raus. Na, es ist ja gerade am Anfang auch immer nicht ganz so einfach. Kanal habe ich abonniert, Bruder, sonst würde ich deine Videos nicht sehen. Kuss, Kuss. Round 2. Yes, yes.
Okay, Moment mal. Es könnte sein, dass das links ist. Nein! Oh, das, was ich eben genommen habe als erstes. Ah. Okay, okay, Leute. Ich bin gerade sehr schwach unterwegs. Ich hoffe, ihr habt schon wenigstens einen Punkt. Wäre auf jeden Fall krass. Ohne natürlich das Video zu kennen. Machen weiter, Runde 3. Okay, das ist easy. Ich würde sagen, das ist rechts. Was? Leute, also so ein Skibidi-Toilet-Fail habe ich ja schon lange nicht mehr hingelegt, ne? Dabei ist das noch gar nicht so lange her, die Folge. Jetzt sage ich, mache ich ihn aber. Das ist eine alte Folge. Das ist oben links. Also hier oben, würde ich sagen. Das ist die Polizei, wo dann dieses Toilet reingeslidet kommt. Was? Wollte ich sagen. Ey, okay. Also ganz ehrlich, jetzt die nächsten drei richtig. Muss. Muss. Ist das links gewesen? Da stimmt irgendwas. Ich glaube, da hat er sich fehleditiert. Ja, es war links. Jawohl. Ich habe einen richtig. Let's go, Leute. Niemals aufgeben. Oben rechts. Unten rechts. Ah, ich wollte unten rechts nehmen. Ich hatte überlegt, wann er das gesagt hat, aber ich dachte, das wäre die Szene, wo er gerade getötet wird, weißt du? Und, boah, das, okay, Digga, das ist das schwerste Rätsel, was es gibt. Ah, easy. Das ist jetzt den Rest, Leute. Ich sag euch, jetzt wirklich Ansage, kein einziger Fehler mehr, hier oben. Die Sprayflasche ist natürlich, das ist der Sound, ne? Okay, was haben wir noch? Da hinten haben sie auch schon angesprayt. Wir haben gestern so einen Secret-Stream gemacht und sind nochmal alle Secrets durchgegangen. Dabei haben wir den einen oder anderen geilen Secret noch gefunden. Ja, das ist unten. Ganz sicher, oder? Ja, ja, ja. Das ist ganz unten. Also hier, ne? Der hier. Das ist so traurig, weil der Cameraman Titan seinen Arm verliert. Guck mal. Digga, einfach seinen Arm weg. Ja, konnte man nicht mal sehen. Geil. Unten links. Ich glaube schon, das müsste unten links gewesen sein. Oder oben? Ne, unten links, ja. War schon richtig. Da sah man das erste Mal auch eine Toilette als Cameraman. Wir können morgen gerne mal, wenn ihr Bock habt, so ein Reverse-Video machen, wo es darum geht, dass wir das alles aus einer anderen Perspektive zeigen. Also die Cameramen sind sozusagen Toiletten, ne, und auch der Speaker-Titan und so. Es gibt ein ziemlich, ziemlich cooles Video, habe ich heute gesehen. Und natürlich, die Skibidi-Toilets sind alles Menschen. Wenn ihr Bock drauf habt, Leute, Hashtag Reverse rein. Und dann mache ich morgen früh so ein Video fertig für euch. Jetzt bin ich gespannt. Runde 10, ich muss es haben. Es ist draußen. Oben rechts. Ich glaube, das ist der Fight mit Titan TV Man, wo er sauer wird. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Round 11. Ja, Leute, ich also... Das ist die TV-Man-Musik auf jeden Fall.
Da kann ich mir ganz sicher sein, es müsste dann oben rechts sein. Ah, schade, dass... Also, das Rätsel hier war richtig schwer. Da hat Quizmode mal wieder was ausgepackt, muss ich sagen. Ich finde es auch gut, wenn es nicht zu easy ist, ne? Und das hier war auf jeden Fall schon eine sehr, sehr gute Schwierigkeit. Da, wo der Titan TV mir das erste Mal war, ne? Oben. Das ist da, wo der Laser geschossen wird von Titan Cameraman, wo die Steamy Toilets reinkommen, aber sich dann erschrecken. Genau. Ah, Bro, da brauche ich niemanden Pfeil für. Das kriege ich ja so easy raus. Da kommen sie nämlich gerade reingebreached. So, ey, Oma, was geht hier ab? Hier ist Stress. Und dann so, oh Gott. RIP. Rechts. Ganz sicher. Rechts. Das ist da, wo der Titan Speakerman alle wegmacht aus seinem eigenen Team. Sehr, sehr blöde Sache. Hier. Ja, die ganze Armee da gerade vernichtet, ne? Krass. Runde 14 ist natürlich ein Selbstläufer. Und da kommt wieder die geile Musik. Muss ich schon sagen, dass das ist einseitig. Also da brauchen wir nicht, lange drüber reden. Das läuft. Hast du noch einen Bonus für uns? Ich weiß gar nicht, Leute. Wie viele Punkte habe ich jetzt? 5 oder 6? Von 14 Runden? Thanks for watching. How many points did you score? Right in. Ey, 6, 14, ne? Ich schreibe ehrlich rein, Digga. 6 von 14 und ich bin Experte. Also, Leute, so ein Experte kann ich ja nicht sein, ne? Dann kommen mir wieder irgendwelche Leute, ja, die haben alles richtig, bla bla bla, wie auch immer. Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like, damit ihr Bock auf Reverse habt, wisst ihr, was ihr machen müsst. Und nochmal ganz kurz, checkt mein Merch aus auf www.denomi.de, würde ich mich sehr freuen. Küsschen, Deno out.